Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Ark. Ja, wir haben ja erst letzte Mal leider unsere riesen Special-Folge sozusagen und unsere halben Dinos verloren. Mittlerweile war ich ein wenig unterwegs. Ich habe mir einen Ankylo geholt. Der Ankylo. Warum habe ich mir einen Ankylo geholt? Ganz einfach, weil der stand neben dem, wo ich wollte. Und das ist der hier. Unser Hugo. Sag mal hallo, Hugo. Hallo. Ja, unser kleiner Freund hier. Kann ich jetzt mal zeigen, was der kann? Ich finde ihn einfach nur... Er hat nur einen Wendekreis. Ja, der ist schlimmer als der von Bronto. So, er kann schnell laufen, aber er kann auch noch was. Und zwar, wenn ich jetzt rechte Maustaste drücke, fängt das Rollen an. Etwas schneller. Einfach nur geiles Teil. So, wenn man jetzt dann vor den Steinen ist und dann einfach mal klickt, ne? 44 Steine, 82 Steine, 21 Steine. Also ich finde den einfach nur putzig, den kleinen Kerl. Jo, ja. Also, einfach nur genial. So, dreh ich mal ab. Einen Ankylo habe ich mir noch nicht geholt. Den Bären und den Bronto habe ich mir mittlerweile auch wieder zurückgeholt von der anderen Base. Werden wir aber jetzt dann gleich rüber gehen und rüber wandern. Die Sattel von den Ankylo, den hatte ich noch übrig. Ich bin gerade beim Überlegen, weil ich hatte nicht nur einen, ich hatte zwei. Nummer 2 suche ich gerade. Ach, Nummer 2 steht da hinten. Genau. Den haben wir hier. Also wirklich, ich empfehle euch, wenn ihr Sumpfgebiet überwinden müsst, nehmt einen Floß. Ich habe den... Also die ganzen Viecher habe ich auf dieser Schere da unten so bei 80... Zwischen 70 und 80 habe ich alle gefunden. Die sind da alle drei entlang gelatscht. Fand ich total nett. Und auf dieser Insel da unten, auf dieser ganz kleinen bei 80, so 80, 85, 80, da leben auch sehr viele von den Ankylos. So, ich muss mal Blumenqualität machen. Nicht erschrecken, was ihr da gerade so lest. Wir sind gerade dabei, oder ihr habt es bestimmt schon gesehen im Livestream vor langer, langer Zeit. Ich weiß nicht mehr, welche Folge das hier ist zum Aufnehmen. Puh. Ah, aber man muss ein wenig was voraus aufnehmen, weil es kommen noch ein paar Projekte und Space Engineers soll ja auch wieder kommen. Ja. Und ja, dann wir haben da sozusagen die Sachen vorbereitet, um auf die neue Map zu ziehen. So, oh, mein Bär ist auch gelevelt. Das heißt, du bekommst Health. So, und behältst mal die Bären. So, das heißt jetzt du. Dann der Kano. Und der liebe Ankylo. Das sind die, mit denen jetzt wir gleich rüberwandern werden. Zu unserer anderen Base. Okay. Alle anderen bleiben eigentlich hier. Quenzel haben wir auch noch nicht, aber ich habe eine gute Nachricht. Craftables. Ich habe mein Level 65 abgeschlossen. Das heißt, ich habe jetzt unter Weapons. Weapons. Tief. Ach nee, das seht ihr hier gar nicht. Das seht ihr nur da drinnen. Die kann ich mir dann gleich einstecken. Werde ich noch ein wenig schwerer. Yippie. So, hier seht ihr 20 von diesen lustigen Pfeilen. Die will ich auf jeden Fall dabei haben. Falls wir irgendwas tamen müssen. Oh. Kann ich meine Armbrust noch repsenrieren? Denn ich möchte nämlich demnächst mal wieder mir Metall aneignen, dass wir, musst du sagen, auch die Chance haben,
für die anderen Biber was zu bauen. So, dann habe ich momentan einen neuen Mod drin, weil mir das also richtig auf die Zehennägel ging. Und zwar, wenn ich dieses Fleisch hier, ja, momentan keins da, aber das kann ich mal zeigen. Hört man auch lustige Musik. Ich hoffe, dass die nicht geschützt ist, weil sonst wird es gleich lustig. Ich weiß aber noch nicht, ob ich ihn drin lasse. So, dann heißt es jetzt ganz einfach, hier ist Fleisch drin, weil ich habe natürlich, ich habe noch ein paar neue Mods mit dazu gepackt. Und dann geht es jetzt einfach sofort on. So, und off. Und der wandelt einfach das Fleisch dann in sehr kurzer Zeit um. Wie gesagt, ob ich das jetzt hin und her ziehe und dann die ganze Zeit Steuerung und Shift ziehe, das geht mir sowieso, wie gesagt, auf die Nüsse. So, das habe ich dabei, das habe ich dabei. Und jetzt wird es dann spannend. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Ankylo, hast du noch Steine? Nein, hast du nicht. Du hast auch nicht viel Gewicht. Aber ich kann dir ein paar mitgeben. Hoffe ich. Da ich auch nicht auf dir reite, sondern du der Mist, der womit geht. Ja, genau. Und den habe ich mir auch noch getamed, weil der ist hier rumgelaufen und hat uns Eier geklaut. Und Klauratzen mag ich nicht. Habe ich ihn gleich mal da behalten. Ist ein Level 44er war's. Und hat gekostet 63 Eier. Ich habe 63 Eier verpulvern müssen. Ich habe auf Deutsch meinen Kühlschrank, der wo mal Eier voll war, ist jetzt Eier leer. Kann ich nochmal zeigen. Werde ich auf jeden Fall euch auch nochmal zeigen, wenn wir dann noch welche tamen. Aber ich muss erstmal ein Tame-Gelände kriegen. Wie gesagt, und jetzt ist es auch einfacher, mal an die Sachen ranzukommen. Wie gesagt, ich kann euch mal zeigen, das ist jetzt das, was ich jetzt mit meinem Kleinen schon mal abgelevelt habe. Das waren mal schnell 18.000 Steine. Flint, glaube ich, bin ich nicht so gut bestückt. Ja, 1.700, aber ich habe auch nicht viel mit dem gemacht. So, eigentlich müsste ich auch noch einen Biber mitnehmen. Und das werde ich auch tun. So, das heißt, du gehst mit. Dann gehst du mit. Gehst mit. Auf dich setze ich mich. So. Kommt, meine Freunde. Lasst uns wandern. Ah, habe ich zwei dabei, die wo was auszahlen können. Den Bären und den Kano. Und der Biber ist zwar auch nicht gerade zu vernachlässigen. Der Ankylo geht auch. Aber wie gesagt, die sind jetzt noch nicht so hoch gelevelt. Der Kano ist schon etwas besser. Wir müssen ein wenig auf dem Ankylo warten, der ist nämlich gerade nämlich der schnellste. Also mit dem Bären mal schnell losfetzen, kann ich jetzt vergessen. So, alle da. Ja, was ich mir auch angewöhnen muss, wenn man Alt GR drückt, kann man die Rückwärtskamera machen, ohne dass er gleich die Ansicht switcht. So, auf jeden Fall werden wir jetzt dann da drüben anfangen, die Brücke zu bauen. Bären. Der Ankylo geht vom Baum und weiß es kaum. Danke. So. So, was will ich jetzt mit den ganzen Bären? Weg. Das weg.
gelevelt. Ich muss mit dem vorlaufen. Ja. Weiter geht's. Ich hoffe, dass ich laufe. Ganz sicher kann man sicher nicht sein. War der nicht noch gerade neben mir? So, ich glaube, ich könnte Glück haben. Schön, wieder da. Krüttelmaster braucht natürlich noch eine Woche länger. Ah! Den Weg zu uns gefunden? Schön. So, und ich habe festgestellt, okay, da war der Bronto noch da, aber böse Stego. Der brave Stego. Mal sehen, wie man will. Ach, der Biber ist da unten. Auf weiße Sachen achtet man nicht. Auf jeden Fall hat dieser kleine Stego einen zwei Raptoren und einen Kano platt gemacht. So. Ach, da ist er. Laufen wir außen rum, genau. So, und jetzt wird's witzig. Jetzt muss ich mal gucken, wie das so funktioniert. Ja, hast es auch zu uns geschafft. Cool. Genau, geh mal hinter. So. So. Da draufsteigen. So, was brauche ich denn jetzt, um diese Brücke zu bauen? Das Lustige ist, dass die falsch einsortiert wird. Nämlich unter Metal drin. Und ich habe jetzt bestimmt keine Zementpaste da. Doch, habe ich. Aber ich habe keinen Pilz da. Das ist nicht... Aber... Ja, ich weiß ja sowieso noch nicht genau, wie ich das mache. Ich muss ja mir da auf jeden Fall da oben was überlegen. Denn ich muss ja auch Äftel mit meinen Tieren darüber. So, das heißt jetzt, der Bär. Den Kano nehme ich auch mit. Und den Ankylo nehme ich auch mit. Mit dem Ankylo will ich auch sogar reiten. Wie gesagt, ist der langsamste von allen. Und die anderen haben mehr Angriffspower. Denn wir wollen da nach oben. Oh Mann, kannst du mal bitte dein Gesicht aus deiner Kamera nehmen? Wasser auch nicht schlecht. Alter, warum ist jetzt ihr mit dem Kano Spiel mit dem Stego Spiel? Spielkinder. Immer nur Spielkinder. Hey, Level 16, den haben den schneller platt gemacht, als ich gucken konnte. Warum? Weil der Kleine auf den Ankylo spucken musste.
Wie blöd kann man denn sein? Also noch laufen. Danke. Weiter geht's. Also den Bären habe ich dann dafür da, dass ich dann auch nach drüben komme. Am liebsten würde ich eine Brücke bauen von da nach da. Müssen wir mal gucken, ob das klappt. Wartet mal kurz bitte. So, Schluck trinken. Danke. Ich sehe das jetzt schon, dass diese zwei Trikes jetzt einen von meinen anderen zweien killen. Weil der Dilophus, weil der Dilo mir ins Gesicht spuckt oder so. Okay. Ihr wolltet nicht mitspielen. Brav. Das ist einfach mit den Strikes da liegen. Da hoch? Okay. Alter, ist das ein Gestrüpp? Also der kann ja fast alles sammeln. Alter, jetzt ist er voll, aber wie die Sau. Das kann raus, das kann raus, das kann raus. Das kann raus, kann raus, kann raus, kann raus. Und zum ersten Mal, dass ich einen, ups, eher der Gewicht gebe als was anderes. Oh fuck, da unten ist ein großer Bär. Und ich habe meine Wumme vergessen, ich Trottel. So. Dann macht er mal das, was er gut kann. Eine klopfen. Ist komplett überladen. Auch die Steine weg. Das ist ein Kano hoffentlich und kein Rex. Rex könnte nämlich tödlich enden. Ne, der hat, glaube ich, ein Hörnchen. Oh oh. Mich gesehen. Helft ihm! Bevor er meinen Bären killt. Helft ihm nicht. Hey, hörst du auf, da runterzurollen? So.
Komm her. Kannst du aufhören. Danke. Wisst ihr warum, dass man immer bei dass es gute Freunde sein müssen. Ah, ich habe noch ein wenig Muffensausen von den Bären. Weil Bären machen ja meistens mal die Viecher platt. Ah, ich muss aber hier auf jeden Fall dann auch im Bereich dann ein kleines, so eine Art Garage bauen, beziehungsweise dann wird hier auch noch, damit man halt auch die Öfen schneller benutzen kann. Und ich sehe, glaube ich, das erste Metall. Ah, genau. So, das heißt, da unten ist ein kleiner Vorsprung. Da will ich hin. Komm. Sagt, hier wird auf jeden Fall dann eine Hütte hingestellt. So, okay. Was brauche ich denn für den Crafting Table? Wood, Stone. Oh. Natürlich habe ich ja vorhin den. So, ihr bleibt mal bitte da. So. Also dann um. F, das heißt Stone, Wood, Crafting, Table. Ganz schön. Oh. Hey, jetzt bräuchte ich halt den anderen mehr als den hier, aber. Geht halt nicht anders. Und Flint kann ich immer wieder brauchen. Braucht immer wegen Atemraum. Lustig. Aber geht auch mit dem weitaus schneller und besser. So. Dann gebe ich mir mal. Ja, du bleibst auch mal da. Ein Crafting Table. Ups. Eine Leder, das was man brauchen kann. Super, und ich habe die Pfeile mitgenommen und die Wurmel vergessen. Ah, jetzt wäre es nicht schlecht, wenn ich den mir noch mitgenommen hätte. Mal schnell was zu holen. Aber das wird gehen. Gut, dann werde ich jetzt mal einen Cut machen und dann werde ich schon mal die paar Materialien noch zusammensammeln. Und dann, ja, werden wir beim nächsten Mal hier eine kleine Base aufbauen und uns das erste Metall holen. Und dann haben wir sozusagen, ja, einen guten Punkt, weil da oben ist Metall, da hinten ist Metall. Da unten ist Metall. Und ja, das wäre dann optimale. Ja, dann hätte ich gesagt, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder das nächste Mal. Bis dahin, ciao.